Der Weg des Herzens, Lektion 1. Jetzt beginnen wir. Und in der Tat begrüße ich euch noch einmal, geliebte und heilige Freunde. Ich komme in dieser Stunde wieder hervor, um dort mit euch zu sein, wo ihr zu sein glaubt. Denn in Wahrheit, wenn es nicht Tatsache wäre, dass ihr es wählt, eure Aufmerksamkeit auf die physische Welt zu richten, mit dem Körper als Medium, würde unsere Kommunikation weder das Hilfsmittel dessen, was ihr als Channeling bezeichnet, noch technische Geräte dieser Welt erfordern, mit denen gesprochene Worte aufgenommen und festgehalten werden können. Worte, die selbst nur eine Widerspiegelung dessen sind, worauf sie euren Geist hinweisen möchten. Daher, geliebte Freunde, komme ich nicht für mich, sondern für euch. Ich komme nicht, um euch zu lehren, sondern um euch zu lieben, bis ihr aus der Tiefe eures eigenen Seins heraus wählt, jede Illusion, der ihr jemals Glauben geschenkt habt, beiseite zu legen und euch an die Wahrheit zu erinnern, die nur alleine wahr ist. Denn in der Tat gibt es in dieser Stunde eine Transzendierung von allem, was Begrenzung kennt. Es gibt eine Transzendierung von allem, was Kommen und Gehen, Geburt und Tod kennt. Es gibt nur den Christusgeist, in dem jeder von uns als ein Funke des göttlichen Lichtes ewig verweilt, wie ein Sonnenstrahl zur Sonne, in vollkommener Gemeinschaft und Kommunikation für immer. Nun, das große Geheimnis ist, dass das der Zustand eurer Wirklichkeit ist, dass ihr in jedem einzelnen Moment in vollkommener Gemeinschaft mit der gesamten Schöpfung verweilt, da alle Dinge nur vorübergehende Abwandlungen der einen grundlegenden Energie sind, die ich gewählt habe, den Christusgeist zu nennen, die Nachkommenschaft des Vaters. Und so, geliebte Freunde, komme ich dorthin, wo ihr wählt zu sein. Und wenn ihr wählt, jenen Ort im Herzen und im Geist zu öffnen, von dem aus ihr mit mir direkt kommunizieren könnt, werde ich euch dort ebenfalls treffen. Was daher zu Beginn unseres Weges wichtig ist, ist, die einfache Tatsache zu bedenken, dass eure Erfahrung immer die Wirkung dessen ist, worauf ihr gewählt habt, die Aufmerksamkeit eures Bewusstseins, eures Selbst zu konzentrieren. Das für immer unbegrenzt ist und all die vielen Dimensionen der Schöpfung umfasst. Ihr verweilt in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit in dem, was alle Dinge einschließt. Und in Wahrheit kennt ihr weder Trennung noch Geburt oder Tod, weder Gewinn noch Verlust. Erkenne, wie in dem Moment, als du dieses Tonband aus seiner Hülle genommen und es in deinen Rekorder eingelegt hast, du als ein unbegrenztes Wesen bewusst gewählt hast, an einer Form von Erfahrung teilzuhaben. Dafür hast du dir den Sinnesapparat des Körpers herbeigerufen, um durch ihn die Energien dieses physischen Bereiches zu filtern, damit du Vibrationen gegen die Stimmbänder hören kannst, die Worte erzeugen, die für jeden einzelnen von euch ganz bestimmte Bedeutungen tragen. Und jeder einzelne von euch wird diese Bedeutung färben, entsprechend der Auffassungen, denen er gewählt hat, Wert zu verleihen. Bedeutet das, dass einige voraus sind und einige zurück? Das scheint nur so. In Wirklichkeit ist jeder von euch ebenbürtig. Jeder von euch wählt, aus seiner unendlichen Freiheit heraus, sich bestimmte Schwingungsfrequenzen heranzuziehen und damit bestimmte Formen oder Qualitäten von Erfahrung. Diese Freiheit ist das, worin ihr immer verbleibt. Schon vor der Errichtung dieser Welt und noch nachdem diese Welt schon lange aufgehört hat zu sein. In keinem einzigen Augenblick kannst du daher ein Opfer dessen sein, was du siehst, und nichts ist außerhalb von dir. Was du erlebst, hast du dir unmittelbar und willentlich herbeigerufen. Und wenn du den Gedanken hegst, nun gut, mir gefällt aber nicht, was ich mir herbeigerufen habe, ist das auch vollkommen in Ordnung. Denn dann hast du dir die Erfahrung herbeigerufen,
mit dir im Urteil zu sein. Betrachte es lediglich mit der Verwunderung eines Kindes und beobachte, wie es sich anfühlt und frage dich selbst. Ist das eine Energie, in der ich weiterhin sein will, oder würde ich lieber etwas anderes wählen? Denn letzten Endes, wenn alle möglichen Alternativen innerhalb des Traumes der Trennung gewählt worden sind, probiert worden sind, gefühlt worden sind und erfahren worden sind, dann kommt endlich die ruhige, leise Stimme des Geistes zum Vorschein, die durch die Seele spricht. Wir werden noch darauf zurückkommen. Und flüstert von der einen Wahrheit und der einen Wirklichkeit, der einen Liebe, des einen Friedens, der einen Glückseligkeit, die ewig ist. Dann beginnt die Seele, sich von den Dingen dieser geschaffenen Welt abzuwenden. Sie beginnt, ihre Aufmerksamkeit von dort, wo sie war, von ihren Anhaftungen an alle Dinge, die sie sich herbeigerufen hat, zurückzuziehen. Sie beginnt, ihr Gefühl der Identifikation mit den Schwingungsfrequenzen, mit denen sie eigentlich nur spielen wollte und die sie dann doch ernst genommen hat, zu überwinden. Denn die Ernsthaftigkeit im Geist ist eine Schöpfung des Ego und es ist große Ernsthaftigkeit, die die Schwingungen von dem, was du nicht länger erfahren willst, innerhalb des Feldes deines Seins, innerhalb des Feldes deiner Seele festhält. Und wenn du, wenn die Seele, der individuelle göttliche Funke, zu wählen beginnt, die Aufmerksamkeit zurückzuziehen und den Wert zurückzunehmen, den du allen Dingen verliehen hast, und wenn du lernst, dir die Natur deines eigenen Bewusstseins verständlich zu machen, und wenn du anfängst zu realisieren, dass du dich an etwas hingeben kannst, das jenseits von dir zu sein scheint, und dass du den verrückten Gedanken wagen kannst, dem Unsichtbaren zu vertrauen, gelangst du immer mehr dahin, immer weniger zu sein. Und so, wie du immer weniger wirst von dem, was du gedacht hast zu sein, wirst du im Gegenzug immer mehr davon werden, als was dein Vater dich erschaffen hat. Der Gedanke von vollkommener Liebe in der Form. Ein Kanal, ein einfaches Medium, durch das diese Liebe des Geistes hervorscheinen kann. Und deine einzige Aufgabe wird das Putzen deiner Fenster, das Bohnen deines Fußbodens, das Unkrautjäten in deinem Garten sein, sodass das Licht ungehindert hindurch scheinen kann. Du wirst nicht länger das Bedürfnis haben, die Auffassungen zu verteidigen, mit denen du dich irrtümlicherweise identifiziert hattest. Und du wirst wahrhaftig wissen, wenn du diesen Zustand des Erwachens erreicht hast, denn dann wirst du fähig sein, alle erschaffenen Dinge zu betrachten, die du jemals erfahren hast. Alle Reaktionen, an denen du jemals im Geist festgehalten hast. Alle Auffassungen, alle Urteile, alle Wünsche, die du jemals nach irgendjemand oder irgendetwas gehegt hast. Und wenn sie in deinem Geist auftauchen, werden sie deinen Frieden nicht stören. Und du wirst lächeln. Und du wirst erkennen, dass alle Heiligkeit und alle Teufelei in deinem Bewusstsein entstanden sind. Du warst beides, sowohl Heiliger als auch Sünder. Und sowohl dein Glück als auch dein Unglück waren lediglich eine Folge davon, worauf du gewählt hast, deine Aufmerksamkeit zu richten. Geliebte Freunde, ich erscheine in der Tat, um euch zu treffen, wo immer ihr auch seid, weil ich gewählt habe, die unendliche Macht des Bewusstseins zu nutzen, die mir vom Vater gegeben wurde, genauso wie sie euch gegeben wurde, um zu entdecken, wie tief die Freude sein kann, wenn der Geist sich darauf konzentriert, nur von dem Christusgeist auszuschauen und nur noch ihn zu sehen. Deshalb habe ich meinem Selbst all die zahlreichen Erfahrungen herbeigerufen, auch als ich als Mensch auf eurer geliebten Erde gewandelt bin, um mich selbst herauszufordern, um mich selbst zu prüfen, mich zu konditionieren, mich darüber zu erheben, um über alle möglichen Erfahrungen hinauszugehen, die mich davon abhalten könnten, mich daran zu erinnern, wer ich bin. Nebenbei bemerkt könnte man sagen, dass meine Kreuzigung einfach der Höhepunkt meiner eigenen, direkten Wahl war, mich durch die Ereignisse in Raum und Zeit herauszufordern, sodass ich in meinem Innern die Fähigkeit ausbilden konnte,
nur von dem Christusgeist auszuschauen und nichts anderes als seine vollkommene Reinheit zu sehen. Der Punkt, auf den ich euch gerne hinweisen möchte, ist, dass alles, was ihr in jedem einzigen Augenblick im Reich eurer Gedanken und Gefühle und in einem weiteren Schritt auch in deren Auswirkungen im Körper erfahrt, deshalb da ist, weil ihr aus eurer grenzenlosen Freiheit heraus einfach gewählt habt, auf diese Erfahrung, auf diese Energie eure Aufmerksamkeit zu richten, damit ihr erleben könnt, wie die Wirkungen sind. Der Punkt, auf den ich euch gerne hinweisen möchte, ist, dass alles, was ihr in jedem einzigen Augenblick im Reich eurer Gedanken und Gefühle und in einem weiteren Schritt auch in deren Auswirkungen im Körper erfahrt, deshalb da ist, weil ihr aus eurer grenzenlosen Freiheit heraus einfach gewählt habt, auf diese Erfahrung, auf diese Energie eure Aufmerksamkeit zu richten, damit ihr erleben könnt, wie die Wirkungen sind. Der Wahnsinn, den du siehst, kommt nicht daher, dass du gewählt hast, etwas anderes als den Christusgeist zu sehen. Der Wahnsinn, den du als deinen Schmerz und als dein Leiden, dein Suchen und deine Dramen erfährst, kommt nur von deiner irrigen Wahl, dich mit dem zu identifizieren, was in dem Feld deines Bewusstseins auftaucht. Dadurch verlierst du die Sicht der Unschuld. Denn in Wahrheit sind alle Ereignisse vollkommen neutral und du bist frei, sie in der Weise zu sehen, wie auch immer du willst. Wenn ein Kind geboren wird, und viele von euch, die Mutter sind, wissen dies, kannst du eine Tiefe an Freude erleben, die unbeschreiblich ist. Ebenso kannst du auch Angst und Anspannung erleben bei dem Gedanken, für ein Kind verantwortlich sein zu müssen. Wenn jemand stirbt, den du liebst, und du Kummer und Leid erfährst, dann sei versichert, geschieht dies, weil du gewählt hast, deine Aufmerksamkeit einzuengen, sodass alles, was du sehen kannst, der Verlust eines belebten Körpers ist und du dich dadurch selbst davon überzeugst, dass du von dem Geliebten getrennt worden bist. Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich mit euch teile, dass Trennung eine Illusion ist. Und wenn Tod in deinem Umfeld geschieht, dann hast du genau in dem Moment immer noch die Macht zu wählen, zu erkennen, dass sich etwas verändert hat und dann deine Aufmerksamkeit auf eine andere, eine geistige Fähigkeit zu verlagern, die jenseits des Körpers liegt, in der du den Funken des göttlichen Lichtes, die Seele, wahrnimmst und hörst und mit der Seele kommunizierst, die die Idee, zu versuchen, eine physische Form belebt zu halten, aufgegeben zu haben scheint. Es ist daher unerlässlich und in der Tat ist es der allererste Schritt auf dem, was wir beginnen, den Weg des Herzens zu nennen. Der erste Schritt im Erwachen ist, den Gedanken, den Grundsatz, die Wahrheit in den Geist einzulassen, dass nichts, was du erfährst, von irgendetwas außerhalb von dir verursacht wird. Du erfährst nur die Wirkungen deiner eigenen Wahl. Während dieses kommenden Jahres werden wir Monat für Monat auf dem aufbauen, was ich nun wähle, den Weg des Herzens zu nennen. Es ist der Weg, der für die Welt unbekannt ist. Es ist ein Weg, der für viele unbekannt ist, die sich selbst spirituelle Lehrer nennen, denn es ist kein Weg, um sich auf magischen Mitteln auszuruhen oder von ihnen abhängig zu werden. Es ist vielmehr der Weg, der in dir die feste Entschlossenheit kultiviert, deine Aufmerksamkeit deinem eigenen Geist und deinem eigenen Verhalten zuzuwenden, dem, was für dich wahr und wirklich ist, von Moment zu Moment, um es zu beobachten, es zu erforschen, es zu fühlen, das Licht des Geistes durch es hindurch zu atmen und den Geist kontinuierlich umzuschulen, sodass er in jedem Moment die vollkommene Verantwortung übernimmt. Und warum ist das notwendig? Weil es ohne dies keinen Frieden geben kann. Ohne dies kannst du die falschen Identifikationen, die du gewählt hast, nicht überwinden. Um vielleicht eine einfachere Form eurer Sprache zu verwenden, du musst an den Punkt kommen, dass du zu dir sagst: Ich habe mir dies selbst angetan. Ich war es und ich muss es korrigieren. Niemand ist zu beschuldigen. Die Welt ist unschuldig. Und in den kommenden Monaten werden wir euch, wenn ihr wollt,
die subtileren Gesichtspunkte von dem Weg des Herzens immer und immer tiefer vermitteln. Denn es ist dieser Weg, den ich gelehrt wurde, und es ist dieser Weg, den ich euch mit vielen, vielen Hinweisen aufgezeigt habe. Es ist dieser Weg, der die Umkehrung jedes Gedankens mit sich bringt, den ihr jemals über irgendjemanden oder irgendetwas gedacht habt. Es ist dieser Weg alleine, der es euch erlaubt, durch das Nadelöhr zurückzugelangen und wieder in dem vollkommenen Frieden zur Ruhe zu kommen, aus dem ihr herausgesprungen seid. Der Weg des Herzens ist nicht der Weg des Verstandes, denn in Wirklichkeit war dieser Teil des Geistes niemals dazu bestimmt, dein Meister zu sein. Er wurde entworfen, um der bescheidene und, bitte entschuldige den Ausdruck, äußerst beschränkte Diener des erwachten Herzens zu sein. Das Herz ist das, was alle Dinge fühlt, alle Dinge annimmt, allen Dingen vertraut, alle Dinge erlaubt. Das Herz ist das, in dem die Seele in alle Ewigkeit ruht. Das Herz ist das, was jenseits von Raum und Zeit ist und das dieser Funke von Licht im Geist Gottes ist, der Christus genannt wird. Und nur in dem wirst du den Frieden finden, den du suchst. Du wirst dann entdecken, dass der Weg des Erwachens kein Weg der Vermeidung ist, sondern ein Weg der Wahrhaftigkeit. Es ist kein Weg von Leistung und Stolz, sondern ein Weg, das Bewusstsein von jeder Hoffnung und jedem Wunsch zu befreien, besonders zu sein. Dich selbst anzusehen, als hättest du Fortschritte gemacht, sodass du dir mit der Faust auf die Brust klopfen und die Schwanzfedern ausbreiten kannst. Es ist ein Überwinden der Hoffnung, irgendwie Gottes Aufmerksamkeit zu erlangen, sodass er auf dich schauen möge und sage: Oh, du bist so ein guter Mensch gewesen. Oh, meine Güte, ja. Nun, ich denke, wir lassen dich jetzt ein ins Himmelreich. Es ist ein Weg, auf dem du, ungeachtet deiner inneren Erfahrung oder dem Grad des Erwachens, dahin kommen wirst, die Bereitwilligkeit und die Kunst auszubilden, mit jedem einzelnen Atemzug zu der Einfachheit eines leeren Geistes und des Nichtwissens zurückzukehren. Es ist eine Lebensweise, in der alle Dinge und alle Ereignisse ein Aspekt deiner Meditation und deines Gebetes werden, bis in dir die Wahrheit wiederhergestellt ist, die immer wahr ist. Nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Denn von mir aus tue ich gar nichts, doch mein Vater tut alle Dinge durch mich. Stell dir einen Seinszustand vor, in dem du durch diese Welt gehst, scheinbar aussehend wie alle anderen, und doch bist du im Innern weit, du bist im Innern leer. In Wahrheit verlangst du nach nichts, doch du erlaubst dem Verlangen, durch dich hindurchzufließen, und du erkennst es als die Stimme des Vaters, der deine Persönlichkeit, deine Gefühle und auch den Körper lenkt. Zu den Orten, zu den Ereignissen, zu den Menschen, zu den Dingen, zu den Erfahrungen, durch die das Netz der Sühne gewebt wird, durch die alle Kinder Gottes wieder nach Hause gerufen werden. Und du vertraust dem gesamten Verlauf davon, egal ob du gefragt wirst, vor 10.000 Leuten eine Rede zu halten oder du gebeten wirst, einem Freund die Wahrheit über deine Gefühle mitzuteilen oder ob du vielleicht aufgefordert wirst, die Straßen zu kehren und mittellos zu leben. Denn dieser Geist, der der Quelle seiner Schöpfung vertraut, erlaubt in Wahrheit alle Dinge, vertraut allen Dingen, nimmt alle Dinge an und geht über alle Dinge hinaus. Sei daher versichert, dass, wann immer du Frustration und Sorge verspürst, es davon kommt, dass du beschlossen hast, nicht der Wahrheit zu vertrauen. Und die Wahrheit ist einfach dies. Nur Gottes Plan zur Erlösung kann für dich funktionieren. Dein Weg muss immer scheitern, weil dein Weg mit der illusorischen und wahnsinnigen Annahme beginnt, dass du ein vom Geiste Gottes getrenntes Wesen bist und du daher deinen eigenen Kurs selbst steuern musst. Doch wenn du krank bist, leidest und nicht im Frieden bist, warum solltest du dann beschließen, dass du weißt, wie man Frieden erschafft? Es erfordert große Demut, den ersten Schritt des Weges zu akzeptieren. Ich habe all dies gemacht und ich muss es auch wieder rückgängig machen. Doch ich habe keine Ahnung, wie ich das getan habe, deshalb muss ich mich an etwas anderes hingeben.
Ich möchte dir folgenden Gedanken geben, genauso wie ich ihn vor einiger Zeit ihm gegeben habe, meinem geliebten Bruder. Und der Gedanke ist dieser. Und ich möchte dich bitten, ihn dir gut anzuschauen. Was, wenn genau das Leben, das du lebst, und jede Erfahrung, die jetzt zu dir kommt, seit dem Moment, als du beschlossen hast, ich muss hier erwachen, was, wenn alles direkt von deinem Vater zu dir geschickt worden ist, weil dein Vater weiß, was sich innerhalb deines Bewusstseins notwendigerweise entwirren muss, um dir das Erwachen zu ermöglichen? Was, wenn genau die Dinge, denen du Widerstand leistest, gerade die Sprungbretter zu deinem Nachhausekommen sind? Was, wenn du auf diesem Weg eine Reife erlangst, in der du schließlich bereit sein wirst, die Dinge genauso sein zu lassen, wie sie sind? Und wenn es notwendig wäre, die Straßen zu fegen, würdest du einfach einen tiefen Atemzug nehmen und sagen, Vater, du kennst den Weg nach Hause, und dann würdest du beginnen zu fegen. Und im Geist kommt der Gedanke auf, oh mein Gott, ich werde nicht anerkannt werden, ich werde nicht herausragen, die Leute werden nicht denken, dass ich etwas Besonderes bin, wenn ich nur ein Straßenkehrer bin. Und du erkennst, aha, kein Wunder, dass mein Vater will, dass ich das tue. Ich muss das hochkommen lassen, sodass ich es mir anschauen kann, meine Identifikation damit löse und lerne, beim Kehren der Straße die Präsenz der Liebe zu sein. Denn ich sage dir, in Wahrheit ist der nach deiner Auffassung letzte von euch bereits dem Größten ebenbürtig. Und es gibt niemanden unter euch, der weniger ist, als ich bin. Und so beginnt der Weg des Herzens dort. Er beginnt mit der demütigen Akzeptanz, dass du innerhalb deines Bewusstseins ein ganz schönes Durcheinander erschaffen hast. Du hast ein Labyrinth erschaffen und dich darin verirrt und du kennst nicht den Weg zurück, sodass du von dir selbst aus gar nichts tun kannst. Denn alles, was dir zu vollbringen gelungen ist, ist das Erschaffen ganz vieler verrückter Dramen, die in Wahrheit nirgendwo geschehen, außer in dem Feld deines Geistes. Sie sind wie Hirngespinste, wie Träume. In Wahrheit gibt es keinen Unterschied zwischen einem Wachzustand, in dem du der Regisseur deines Lebens sein willst, und den Träumen, die du hast, wenn der Körper nachts schläft. Sie sind beide dasselbe. Ich will dich zum Frieden führen. Zu dem Frieden, der das Verständnis und das Begreifen der Welt für immer übersteigt. Ich wünsche mir, weil mein Vater es durch mich wünscht, dich ganz dorthin zu bringen, wo ich bin, so dass es für dich so aussehen könnte, dass es jemanden gibt, der vor dir dorthin gelangt ist. Und wenn du genau hinschaust, dann siehst du, ah, es ist mein Selbst, ich bin immer schon dort gewesen, doch ich habe es vergessen. Denn am Ende allen Reisens, am Ende aller Läuterung, und in der Tat ist Läuterung noch notwendig, wirst du entdecken, dass zu erwachen bedeutet, nirgendwo hingereist zu sein. Es bedeutet, an einem Ziel angekommen zu sein, das niemals irgendwo anders war. Erwachen ist nur ein Erinnern. Aber es ist nicht nur ein Erinnern des Verstandes, denn es ist kein Einfall, kein plötzlicher Gedanke in der Art, wie du Gedanken verstehst. Es ist ein plötzlicher Gedanke, der durch das gesamte Sein deines Wesens vibriert, sodass sogar die Zellen des Körpers, während der Körper noch in seiner derzeitigen Form zusammengefügt bleibt, dass sogar die Zellen des Körpers erwachen und sich in die Wahrheit entspannen, die immer wahr ist. Der Weg des Herzens. Wenn du ein Gärtner wärst, würdest du dann nicht die Kunst kultivieren, deinen Garten zu jäten? Würdest du nicht Acht geben, um zu sehen, dass die Erde genau die richtige Feuchtigkeit hat? Würdest du nicht die Wolken am Horizont und die Hitze am Tage im Auge behalten? Würdest du nicht die zarten Pflanzen absichern, die Schutz brauchen, während sie zu ihrer Stärke heranwachsen? Und wenn diejenigen, die kommen, deinen Garten nicht achten würden, würdest du sie nicht bitten zu gehen oder vorübergehend einen Zaun bauen, bis der Garten stark genug ist? Bis er ausreichend Früchte hervorbringt,
sodass du selbst denen geben kannst, die ihn nicht achten? Sei deshalb ein weiser Gärtner. Kultiviere eine tiefe Liebe und Achtung für dich selbst. Denn du bist nicht hier, um die Welt in Ordnung zu bringen. Du bist nicht hier, um deinen Bruder oder deine Schwester in Ordnung zu bringen. Es ist nur die Liebe, die heilt. Und bis du dich, nicht selbst, vollkommen liebst, indem du den Geist von jedem irrigen Gedanken gereinigt hast, den du jemals gedacht hast, bis du geliebt hast, liebst du in Wahrheit nichts und niemanden, außer in diesen flüchtigen Momenten, wenn du deine Abwehr niederlegst und die Liebe Gottes durch dich hervorstrahlt, so schnell, dass du noch nicht einmal weißt, was passiert ist. Denn der weise Gärtner kultiviert einen Zustand des Bewusstseins, in dem die Liebe Gottes ungehindert ist. Geliebte Freunde, diejenigen von euch, die gewählt haben, dem Ruf zu antworten, an diesem Weg teilzunehmen, mit dieser Familie, wenn ihr eure Zusage machen würdet, eurem Schöpfer zu vertrauen, dass er vor euch einen Weg bereitet hat, der euch tatsächlich heimführen kann, dann werdet ihr auch tatsächlich zu Hause ankommen. Doch Verpflichtung bedeutet, dass ihr nicht den Raum verlasst, wenn das Geschrei losgeht. Das Geschrei, von dem wir hier sprechen, ist das Geschrei in eurem eigenen Geist, in eurem eigenen Körper, in euren eigenen Gefühlen. Dass ihr mit diesen Dingen bleiben werdet, indem ihr ehrlich darüber seid und euch dafür liebt, überhaupt die Macht zu haben, sogar solch wahnsinnige Wahrnehmungen von euch und der Welt um euch herum zu erschaffen. Der Weg des Herzens ist der letzte Weg, den eine Seele betreten kann. Es gibt viele Stadien des Erwachens. Es gibt viele Wege, denen man folgen kann. Doch letzten Endes führen alle Wege nach Rom, wie es heißt. Am Ende muss jede Seele ihren Weg in den Weg des Herzens finden und zu der Wahrheit zurückkehren, dass es Zeit ist, Verantwortung zu übernehmen und zu lernen, die Fähigkeit auszubilden, die Tiefe und bösartige Dunkelheit dessen anzuschauen, was ich als Ego bezeichnet habe, was nichts weiter ist als die Jauchegrube der Verleugnung. Es ist das, dem es an Licht fehlt, und beginnen, das Licht zu ihm zurückzubringen. Einfach durch Beobachten deines eigenen Geistes, deines eigenen Verhaltens, deiner eigenen Reaktionen, mit einem Gefühl von Verwunderung, mit einem Gefühl von Unschuld, mit einem Gefühl von Kindlichkeit. Denn steht es nicht geschrieben, dass du wieder werden musst wie ein kleines Kind, um in das Himmelreich einzutreten? Das kleine Kind staunt einfach über alles, was es sieht. Oh, was ist denn das? Kannst du dir vorstellen, die tiefsten, dunkelsten Teile deines eigenen Schattens anzuschauen, deine eigenen Verleugnungen und fähig zu sein, zu sagen, oh, was ist denn das? Denn erinnere dich daran, dass alles neutral ist und in Wahrheit hat all das, was innerhalb deines Bewusstseins auftaucht, keine Wirkung auf die Wahrheit deiner Realität. Der Weg des Herzens ist daher ein Weg, die Entscheidung zu kultivieren, mit dem Licht identifiziert zu sein, das alle Dunkelheit wegleuchten kann. Nicht, indem du mit ihr kämpfst, sondern indem du sie erkennst, sie als deine eigene Schöpfung annimmst und dann neu wählst. Der Weg des Herzens ist der Weg, den ich lehre. Und nun beginnen wir ein fokussierteres, ein sozusagen jahrlanges Studium, eine jahrlange gemeinsame Ausbildung, damit der Weg des Herzens in deinem Heiligen Geist etabliert werden kann. Und wir werden in der Tat viele Quellen in Anspruch nehmen. Und es könnte einige Überraschungen bezüglich derer geben, die es wählen werden, durch dieses Medium zu euch zu sprechen. Doch seid versichert, dass ich mich zu jeder Zeit und in jeglicher Hinsicht dazu verpflichtet habe, die Geburt und die Manifestation dessen, was ihr Shanti Christo genannt habt, behutsam zu lenken. Die Idee wurde von mir gegeben. Und was ich gebe, das nähre ich. Und was ich erschaffe mit euch zusammen, das lasse ich nicht im Stich. Deshalb werdet ihr feststellen, dass ich immer hier sein werde.
Wir werden noch sehen müssen, ob ihr es auch sein werdet. Erinnert euch daher immer daran, dass die Wahrheit immer wahr ist. Ist es nicht an der Zeit, geliebte Freunde, wahrhaftig in das Besitzrecht eurer einzigen Wirklichkeit einzutreten? Der Weg des Herzens kennt das Wort Vermeidung nicht. Der Weg des Herzens kennt keine Täuschung, Manipulation oder Kontrolle. Der Weg des Herzens kennt keine Schuld, obwohl er diese Dinge als Echo von alten Mustern aufsteigen sieht, denen du nun entwachsen bist. Er lernt, sie zu sehen, sie zu erkennen, so wie du bestimmte Arten von Wolken erkennen würdest, die am Himmel vorüberziehen, und dann die Aufmerksamkeit dem Geist zuzuwenden, damit eine neue Wahl getroffen werden kann. Der Weg des Herzens ist der Weg, der dich nach Hause ruft. Und der Ruf kommt von diesem tiefen Teil deiner Seele, der immer noch wie der reine Geist ist, der als Christus im Heiligen Geist Gottes verweilt. Vertraue daher, dass du bist wie ein Sonnenstrahl zur Sonne, und vertraue nicht den Wahrnehmungen, die du irrtümlicherweise kultiviert hast. Denn du bist nicht alleine auf dem Weg, den du reist, und du reist nicht getrennt von deinen Brüdern und Schwestern. Diese Familie kann keine Trennung kennen, obwohl manche zu kommen und zu gehen scheinen. Denn wenn einmal der Ruf angenommen worden ist, durch diese Abstammungslinie zu erwachen, so sei versichert, dass, auch wenn Körper nicht in Raum und Zeit kommunizieren mögen, die Kommunikation dennoch bestehen bleibt und es keinen Weg gibt, dies zu vermeiden. Und so beginnen wir den Weg des Herzens. Wir kommen jetzt an einen Punkt, an dem es Zeit ist, aufzuhören, nur aus höflicher Freundlichkeit oder aus Neugier zuzuhören und in die Bereitschaft einzutreten, den Mantel dessen anzulegen, der sich zur Heilung jedes Hindernisses verpflichtet, das der Präsenz der Liebe im Wege steht, das jetzt noch geheim verborgen in der Tiefe dieses Teils deines Geistes verbleiben mag, der kämpfen wird, um von Gott getrennt zu sein, und dich daran zu erinnern, dass du in Wirklichkeit das Licht bist, das kommen kann, um liebevoll auf jeden Aspekt der Dunkelheit zu scheinen, die du kennengelernt hast. Auf diesem Weg dieses Jahr wirst du also lernen, dem Teufel die Hand zu schütteln, mit ihm einen kleinen Freudentanz aufzuführen und sein Gesicht als dein eigenes zu erkennen. Denn wenn du mit der Dunkelheit tanzen kannst, die du erschaffen hast, wird diese Dunkelheit in einen Engel verwandelt und Licht verbleibt mit Licht. Wir werden dir verschiedene Meditationen, verschiedene energetische Übungen geben, wenn du willst, um dir zu helfen, in dir eine Qualität des Fühlens auszubilden, die es dir erlauben wird, Energien zu erkennen, die dir nicht dienlich sind, in einer Art und Weise, die über das hinausgeht, was dein Verstand wählen mag, über diese Energien zu denken, sodass du immer mehr lernst, dich vom Körper, von deinem Gefühlswesen leiten zu lassen und nicht von deinem Verstand. Denn dein Verstand kennt nichts außer den Belanglosigkeiten, die du in ihn hineingeschaufelt hast, wie Müll in eine Mülltonne. Der Verstand kann niemals die Heilung des Herzens bringen, die die Sühne ist. Er kann nur benutzt werden, um gegen die wahnsinnigen Wahrnehmungen, die du gewohnt bist, zu urteilen, sodass du dahin gelangen kannst, einzusehen, dass es vielleicht von größerem Nutzen ist, deine Beharrlichkeit aufzugeben, den Verstand als deinen Gott zu behandeln. Deshalb, in der Tat, geliebte Freunde, tanzt oft, freut euch, spielt viel. Lasst dieses Jahr das Jahr sein, in dem ihr alles in euch zum Vorschein bringt, das dem Christusgeist unwürdig ist. Jeden Gedanken von Mangel, jedes Gefühl von Wertlosigkeit, jede Angst. Lasst sie hochkommen, schaut sie an, nehmt sie an, verwandelt sie durch eure eigene Selbstliebe und durch eure Ehrlichkeit. Akzeptiert, wo ihr steht, und gebt nicht vor, anders zu sein, denn die Weisesten sind immer die Demütigsten. Seid deshalb in Frieden, geliebte Freunde. Seid deshalb mit allen Dingen in Frieden. Denn wir erfreuen uns daran, und ich spreche hier von den vielen Wir, die in einem, wie ihr es nennen mögt, außerkörperlichen Zustand sind –
und die es wählen, mitzuwirken, mit euch, die ihr darum gebeten habt, dass euch in diesem Jahr geholfen werde, durch diesen Weg. Wir erfreuen uns daran, uns mit euch zu verbinden. Wir erfreuen uns daran, euch zu lieben. Wir erfreuen uns daran, darauf zu warten, dass ihr euer Selbst zu Hause willkommen heißt. Somit werden wir in der Tat beginnen, jetzt diese Botschaft dieser Stunde zu beenden. Doch bevor wir schließen, bitte ich euch, eure Augen einfach für einen Moment zu schließen und einen tiefen Atemzug in den Körper zu nehmen und ihn wieder gehen zu lassen. Und während der Atem den Körper verlässt, denkt den Gedanken, dass es nichts gibt, das es wert ist, länger festgehalten zu werden, das euren Frieden und euer Glück von euch fernhält. Verpflichtet euch vollkommen der Erfahrung des Glücklichseins, genauso wie ihr euch dem Unglück und der Begrenzung und dem Mangel vollkommen verpflichtet hattet. Gebt eurem Schöpfer in diesem Jahr die volle Erlaubnis, den Keller reinzufegen. Es gibt wirklich nichts dort unten, das es wert ist, verteidigt oder beschützt zu werden. Und es wird geschehen, dass ihr den vollkommenen Frieden eines leeren Geistes und des Nichtwissens erfahren werdet. Ihr werdet wissen, was es bedeutet, von der Zeit befreit zu sein und von dem getröstet zu sein, was ewig ist. Friede sei immer mit euch und denkt nie wieder, dass ihr alleine seid. Das ist, wie ist dieses Wort, das ihr dafür habt? Papalapap. Was ist dieses Papalapap? Das ist ein interessanter Ausdruck. Es ist Unsinn zu denken, dass ich nicht bei euch bin. Ihr habt mich angerufen, ich habe den Hörer abgehoben. Wir sind in Verbindung. So ist es, so wird es immer sein, bis zum Ende aller Illusionen. Amen.